Mir ist nichts passiert. Nur meine GoPro hat sich für eine andere Strecke entschieden. Diese Wanderung war ein Abenteuer, aber starten wir am Anfang. Das Bodetal ist eine der schönsten Regionen im Harz. Der Eingang der waldreichen Schlucht liegt in Thale. Im Herbst strahlen die Laubbäume und die Bode plätschert glasklar. Hier endet auch der Harzer Hexenstieg. Eigentlich wollten wir durch das Bodetal wandern. Doch ab dem Gasthaus Königsruhe ist das Tal gesperrt. Also beschließen wir es andersherum zu versuchen und wollen sehen, wie weit wir kommen. Rund 250 Höhenmeter geht es den Hirschgrundsteig nach oben. Ein anstrengender, aber auch einer der schönsten Etappenabschnitte. Oben angekommen, genießen wir die Aussicht und den Blick auf Thale. Überall im Harz sieht man die Folgen der Erderhitzung. Auch hier. Borkenkäfer lieben die langen, trockenen Sommer und machen sich über die Fichten im Harz her. Der Wandel des Klimas verändert auch das Bild unserer Wälder. Es finden sich hier kaum Orte, von wo aus man keine toten Flächen sieht. Thank you.
Wir folgen den Kerstenbach Richtung Bode. Nicht nur der Bach, alles scheint hier unter Wasser zu stehen. Auf dem Weg waten wir durch tiefen Schlamm. Wir steigen über Bäume, hangeln uns entlang von Felsen. Und überqueren den Bach mehrere Male. Immer wieder stellen wir uns die Frage, umkehren oder weiterlaufen. Wir hoffen, dass es doch einen besseren Weg zurück gibt und irgendwie wollen wir auch nicht aufgeben. Nass sind wir eh schon. Trotz allem belohnt einen immer wieder die Schönheit der Natur. Mitten im Wald fällt es einem irgendwie schwer einzuschätzen, wie viel Strecke hinter einem liegt und wie viel noch vor einem. Sehr gut. Wo auch immer der herkommt. Doch dann geschafft. Vor uns liegt die Bode. Ein kleiner Trost, denn zurück müssen wir denselben Weg.